Ein typisches und gern gesehenes Prozedere ist der Rücksetzer, der zur Börseneröffnung stattfindet. Wir haben dort ja öfter mal eine schnelle Bewegung. Hier jetzt aktuell der S&P Future, also S&P 500. Wir sehen mal eben zack nach unten, kommt aber jetzt so halbwegs wieder nach oben. Allerdings das, was wir hier im Standardwerteindex, also möglichst breit, also 500 Titel umfassend hier aktuell an der US-Börse sehen, das sieht eigentlich noch ganz okay aus, zumindest mal, wenn es dabei bliebe. Das wiederum würde eher bedeuten, das ist doch dieses klassische ABC-Muster, von dem wir immer wieder gucken oder auf das wir gucken und von dem wir reden. Und das würde eine Fortsetzung nach oben erwarten lassen. Aber vorsichtig, das erkennt man nicht hier. Das ist wichtig, sondern das erkennt man, wenn der Kurs dann dieses Muster nach oben verlässt. Das wäre also hier quasi der Trigger auf dem Zwischenhoch. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Also, da seht ihr, dass das nicht alleine auf der Unterseite festzulegen ist. Warum nicht? Ihr seht es ja, ich habe hier im übergeordneten Bild nochmal ein etwas größeres. Das ist im Prinzip, was wir hier vorne haben, hier hinten nochmal. Sowas kommt regelmäßig vor, dass ähnliche Größen an Rücksetzern passieren. Vierte Welle würde manche einer sagen. Und demnach geht sogar noch mehr Schmackes nach unten. Und dann wäre es allerdings eher ein Bild, das so vermutlich aussieht. Und da seht ihr, wie wichtig es ist, dass man wirklich auf der Oberseite getriggert wird. Aber, und jetzt ist das der positive Faktor, wir sehen, dass wir hier schon im kleinen Bereich, hier im 5-Minuten-Chart schon ein wenig nach oben kommen. Und das ist dadurch, dass wir so hoch jetzt kommen, also über diese Tiefs hier sowieso, haben wir eigentlich beste Voraussetzung, dass wenn wir sogar auf kleinerer Ebene hier was sehen, das Ganze sogar noch enger umgesetzt werden kann. Das ist natürlich bis jetzt nur ein Modellbeispiel. Bis ihr das Video guckt, ist die Situation in dieser Form, wie ich es jetzt gerade anzeige, vielleicht schon vorüber. Aber ich möchte, dass eure Augen geschärft werden auf genau dieses Verhaltensmuster, um einfach festzustellen, wo ist der Schwung und wo ist er eben nicht. Und das kann man erkennen, indem man diese und diese Richtung beispielsweise miteinander vergleicht. Das Ganze gibt es natürlich auf großer und auf kleiner Ebene. Ihr seht das hier im ganz großen Bild. Ihr seht das hier in einem sehr, sehr kleinen Bild, aber das Prinzip bleibt immer wieder das Gleiche. Also nichts Neues von der Front, kann man theoretisch sagen. Der Nasdaq auch immer wieder hart bewegt. Wir sehen, dass auch dieser Markt hier zur Eröffnung erstmal heftig nach oben, heftig nach unten gegangen ist. Ebenfalls jetzt so mit dem Recovery hier, also er kommt wieder ein wenig nach oben. Achtet drauf, ob wir dieses wackelige Rücksetzerniveau bekommen. Also the Looney Hour, wie man so schön sagt, diese erste halbe Stunde, die der Markt eben immer braucht, die muss man mit Vorsicht genießen. Das ist nichts Neues, das ist eine alte Marktweisheit. Hier kann man zwar eine Menge Geld verdienen, wenn man auf der richtigen Seite liegt, aber machen wir uns nichts vor. Meistens liegt man ja doch auf der blöden Seite und dann ist das Geld dann verloren. Das ist der Grund, warum man zu dieser Zeit besonders vorsichtig und aber eben auch zurückhaltend sein sollte. So, jetzt haben wir die aber hinter uns. Und das heißt, wir haben eigentlich gute Voraussetzungen, dass wir aus so einer Geschichte was basteln können, insbesondere wenn halt sowas entsprechend noch kommt. Ob das allerdings kommt, das ist natürlich ein Wagnis, wissen wir nicht, aber das ist das Angebot der Stunde, dass der Markt uns das nochmal bietet, denn auch hier haben wir ja, auch da erzähle ich euch nichts Neues im großen Bild, schon mal diesen Ansatz. Und wenn dann eben nochmal wieder sowas passiert, dann haben wir die Möglichkeit, da eben einzusteigen. Das Gleiche gilt natürlich im kurzen Bild ganz genauso. Das Grundprinzip ist das gleiche, zumindest im Wesentlichen. So, das ist aber vielleicht insofern nochmal wichtig zu erwähnen, auch wenn ich das hier immer so erwähne, und das sieht auch leicht aus, Mensch, es ist doch wirklich einfach. Es funktioniert natürlich nicht immer. Warum das funktioniert, ist nicht, weil das eine Trefferquote von 100% hat, sondern es funktioniert deshalb, weil es hinreichend häufig funktioniert im Verhältnis zu der Bewegung, die dann ja relativ weit laufen sollte, im Verhältnis zu dem, wo man die Situation wieder stoppen kann. Wie wir sowas machen, das haben wir ja in vielen Beispielen gezeigt. Meldet euch an fürs Born for Trading, da kriegt ihr Hinweise wie diese, kriegt ihr Videobeiträge, wie wir das machen, da kann man das noch viel besser erklären an vielen, vielen, vielen Beispielen. Ein Beispiel ist heute bei Gold, denn bei Gold sehen wir einen neuen Trade, den haben wir vorgestellt beim Trade des Tages. Eigentlich haben wir doch schon eine Gold-Situation am Laufen. Wer sich erinnert, das hatten wir letzte Woche vorgestellt mit Einstieg hier, da ist der Kurs ja schon tapfer unterwegs. Wie gehen wir mit dem aktuellen um? Was hat sich da ergeben? Das stellen wir der heutigen Ausgabe des Trade des Tages vor, wenn ihr euch da noch nicht angemeldet habt. Es ist kostenfrei, ihr könnt euch einfach dazu schalten und dann bekommt ihr unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegssignale. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.